Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fable The Lost Chapters. Ja, ich habe gerade ungefähr, Entschuldigung, ja gehustet, haha, witzig, ungefähr 5 Folgen Gothic aufgenommen gehabt. Ich bin sowas von dem Ultra-Gothic-Wahn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, wir machen mal wieder körperliche Schild und helfen den Händlern hier mal, ganz schnell. So, ja, applaudiert uns, wir hier mit unserer schönen glänzenden Kettenpanzer. Rüstung, die fast komplett ist. Nur noch den Helm. Nur noch den Helm müssen wir uns kaufen. So, wir reden jetzt mal mit dem Händler. In der letzten Folge haben wir Kurzer plus 50 Attraktivität. Ja, das hört sich gut an. Plus 50 Attraktivität. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Okay, Nasrasur. Was haben wir denn für ein Bart? Ich nehme einfach mal den Nasrasur. Vielleicht hatten wir ja so einen kleinen Schnäuzerchen. Die Haare wachsen ja auch am Bart, ne? Ist ja klar. In der letzten Aufnahme haben wir die Hopphöhle, glaube ich, gesäubert. Ja, deswegen sind wir auch beim Kallistor. Da vorne würden ja die Höhlen sein. Ich will mal eben den Helden sehen, wie er jetzt aussieht. Kleidung, Kopf, kein Hut, tragen. Moa? Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, wenn man das mal so sagen kann. Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist mal was anderes. Ich habe eigentlich immer als normalen Haarschnitt-Typi gespielt. Aber so sieht es eigentlich auch ganz okay aus. Was hat denn der Held da links und rechts an der... an den Wangen? Wahrscheinlich, weil wir gerade rasiert sind. Das wäre ja witzig. Ja, schön ein- und ausatmen. Ist wahrscheinlich immer stickig unterm Helm. Deswegen ist das mal nicht so schlecht, den Helm abzunehmen, damit er mal richtig schön durchatmen kann, der Held. So, aber jetzt Hühnerhut, nein. So, wieder den Helm aufgesetzt. Wir haben 9000 Gold, das freut mich. Und ganz viele Erfahrungspunkte, wenn ich das noch im Kopf habe. Aber ich habe gerade einen Frosch im Hals. So, jetzt ist er weg. Quark. Alles klar, so. Heldengilde. Dann ballern wir jetzt richtig viele Erfahrungspunkte raus, um Attribute zu erlernen. So, schaut euch das an. 35.000. Wir können wieder fleißig ausgeben. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal ein bisschen Körperbau. Das reicht gerade noch. So, und den Rest lassen wir erstmal. Ich schau mal eben. Auf jeden Fall will ich hier noch ein bisschen Zauberkraft haben. 2.800. Jetzt würde es 6.200 kosten. Wisst ihr was? Das mache ich einfach mal. Das ist einfach für unseren körperlichen Schild wichtig. So, Feuerball auf Stufe 2 bringen wäre eigentlich auch nicht gerade so schlecht. Dann machen wir, glaube ich, mal den Mehrfachschlag. Das ist auch was ganz Cooles. Den hatten wir sogar schon. Oh, jetzt haben wir den auf Stufe 2 gebracht. Cool. Der Schlachtangriff ist nicht so meins. Das werden wir später machen. Sobald wir das, was ich haben möchte, so gut wie fertig geskillt haben. Nee, das machen wir noch nicht, den gewaltigen Rückstoß auf 2. Ich gucke lieber nochmal bei körperliche Schuld, ob wir das auf Stufe 3 bringen können. Können wir. Sehr gut. So, können wir denn noch irgendwas? Nein, nur noch den Attentäterangriff, aber das möchte ich auch nicht unbedingt. So, schaut euch unsere Willenskraftleiste an. Die ist jetzt fast so groß wie unsere Gesundheitsleiste. Wie geil. Wie ultra geil ist das bitte? So, nee, zu dem Händler will ich nicht. Der hat einen an der Klatsche, der ist scheiße. Ich will lieber eine neue Quest aktivieren. Such die Seherin der Räuber. Such die Seherin im Räuberlager, da sie euch eventuell etwas über eure Schwester Theresa erzählen kann. Geldbelohnung 4500, Bekanntesbelohnung 1000 und maximale Großtaten 3. Wir übernehmen natürlich wieder eine Großtat. Wahrscheinlich wieder nackig den Quest machen. Aber nee, da warten viele Räuber, die wir abschlachten können. Deswegen, ich guck mal, was wir hier so machen können, ohne einen Kratzer. Nehmt keinen Schaden. Räuberblut besiegt mindestens 24 Räuber. Das machen wir. Und nehmt keinen Schaden. Ja, komm. Ich probier's. Ich bin einfach so... Ich weiß nicht, ob man es ehrgeizig nennen kann. Toll. Wahrscheinlich ist es wieder nur zu übermütig. So, ist hier wieder ein Händler, den wir eskortieren können? Nee, anscheinend nicht. Da oben sind wieder die blauen Pilze-Junkies. Das machen wir auch demnächst. Auf jeden Fall. Sonst vergesse ich das noch. So, und ich habe ja in den früheren Folgen erzählt, es hat sich irgendwas mit der Statue auf sich. Wenn man genau hinguckt, sie bewegt sich tatsächlich. Ich habe das durch Zufall einfach mal gesehen gehabt. Die Statue scheint in keine bestimmte Richtung zu zeigen. Okay, wahrscheinlich, wenn sie in eine bestimmte Richtung zeigt, steht das da.
Das ist ja geil. So, wir könnten jetzt uns eigentlich direkt nach Oakvale teleportieren, weil die Quest schon in der Nähe von Oakvale ist. Aber ich will hier lieber noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln und die Händler retten. Und die Händler auch gern mal... Ich habe einen Mana-Trank getrunken. Oder? Nee, was habe ich gerade getrunken gehabt? Ach, weiß ich gar nicht. Egal, vielleicht war es gar nicht so wichtig. So witzig, haha. Kann ich mehr sprechen. Alter, wir werden die ganze Zeit getroffen, habe ich das Gefühl. Und unsere Leiste geht gar nicht, wird gar nicht weniger. Wie geil ist das? Wie geil ist das? So, Händler, mit dir möchte ich reden. Hast du coole Sachen? In petto, Gegenstände, Tränke. Der verkauft dir auf jeden Fall billig. Alle mitgenommen, genau wie die Willenskrafttränke. Es gibt immer ein paar Spasten, die die Tränke teuer verkaufen. Und sobald man einen findet, der die billig verkauft, zuschlagen. Wenn man so viel Geld hat wie wir. So, wieder alle abschlachten. Ja, was willst du? Was? So, der ist Geschichte, der gute Mann. Böse Mann, besser gesagt. So, der ist auch weg. Nur noch ein Schlag. Das Schwert ist so ultra geil. So, wir zucken mal den Bogen. Feuerbogen, kann man sagen. Schaut euch unsere Pfeile an, die brennen so schön. So, der Kopf fliegt ab. Treffen wir den da hinten? Glaube ich nicht. Wow, das war voll verzogen. Ich glaube, da würden wir niemals rankommen, oder? Nee, das ist noch zu weit weg. Ich ziehe mal wieder das Schwert. Zack, weg mit dir. Du bist auch Geschichte. Ah, dich haben wir nicht getroffen, aber jetzt bist du Geschichte. Und du auch. Hehehe. So, haben sie was? Ja, da haben sie was liegen gelassen. Apfelkuchen, danke. So, dann geht's weiter hier lang. Wir können auch mal am Angelwettbewerb teilnehmen, fällt mir gerade ein. Ist das nicht hier? Warte mal, ist hier nicht Fisher Creek? Ja, ich glaube, wir können am Angelwettbewerb teilnehmen. Aber ich merke gerade, ich muss ganz kurz die Aufnahme stoppen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das so ankündige, dass ich kurz eine Aufnahmepause machen kann, muss. Denn es ist gerade Wichtiges, ich habe gerade was Wichtiges erfahren. Ich mache hier kurz einen Cut und danach geht es sofort weiter. Keine Sorge, das ist nicht die Ende des, nicht das Ende der Folge. Deswegen, bis gleich, Leute. Tschüss. Ja, Leute, und da sind wir auch wieder bei Let's Play Fable The Lost Chapters. Ja, immer noch in derselben Aufnahme. Keine Angst. Ich schau mal, ob wir hier rein können. Natürlich nicht. Hier hinter waren wir schon. Ganz am Anfang meines Let's Plays haben wir schön viel geangelt gehabt. Und ich würde sagen, wir machen mal hier beim Angelwettbewerb mit. Hallo. Schön, euch wiederzusehen. Ihr wollt euch also mutig der Herausforderung stellen, hä? Ja. Die stärksten Angler Albions auf der Jagd nach dem größten Fang. Und ich bewerte die Besten. Natürlich gibt es niemanden, der besser angeln kann als ich damals. Aber jetzt ist es Zeit für Nachwuchs wie euch. Bringt die Fische her. Wenn sie groß genug sind, kriegt ihr von mir Preise. Auf dem Schild da drüben findet ihr alle nötigen Infos. Lest es ruhig. Viel Glück. Danke. Aber mit unserem goldenen Fisch können wir leider nichts reißen, was ich gar nicht verstehen kann. Weil so ein fettes Ding. Nächster Preisfang, 15 Gramm. Wettbewerb des Angelverbandes von Albion. Größter Fisch des Tages, 6,45 Gramm. Gefangen von Richard. Ein sehr heldenhafter Name. So, ich glaube 15 Gramm stand da gerade. Dann angeln wir mal hier. So einen goldenen Fisch, der kann leider nichts reißen, obwohl das eigentlich ein fetter Brummer war, also so wie es aussah. Naja, dann fangeln, ja. Eine Mischung aus Fangen und Angeln. Fangeln wir mal ein paar Fischis und das scheint ein richtig fetter Oschi zu sein. Deswegen muss ich hier richtig langsam vorangehen, denn wenn ich einmal klicke, ist die Leine schon fast gerissen. Deswegen mache ich lieber langsam als zu schnell. Wow, das war schon an der Grenze. Komm, ja, ruhig. Nein, komm. Nein. Oh Gott. Das ist jetzt aber zu viel. Ja. Wie fett ist das Ding, wenn das nicht mindestens 50 Gramm sind, ne? 55 Gramm. Preise, ich komme. Preise. So. Irgendwelches Schuppengetier zum Wiegen? Ja. Euer größter Fisch wiegt 55,3 Gramm. Wollt ihr euren größten Fisch beim Wettbewerb einreichen? Ja. Beim Seeteufel? Ein wahres Monster? Ja. Euer erster Preis ist gleich der Hauptpreis. Wie geil. Fischerhut? Hm. Schätze, ihr bekommt wohl auch den zweiten und dritten Preis. Ein Hut
eine Angel und einen Silberschlüssel. Gute Ausbeute. Ey, Angelrute der Champions und einen Silberschlüssel. Und noch so einen geilen Hut. Wie krass. Ey, Wahnsinn. Der diesjährige Gewinner mit einem tollen Fang von 55,3 Gramm ist Säbelschwinger. Mehr Fische zeigen? Ja, geil. Wir werden da bestimmt eines Tages zurückkehren, aber jetzt erstmal, wo wir jetzt auch schon den Hauptpreis ergattert haben, würde ich sagen, reisen wir weiter Richtung Oakvale. Ich habe schon wieder irgendwas gefressen. Was mache ich da die ganze Zeit? Fuck! Ich bin sowas von im Gothic-Fieber. Ich drücke außerdem die ganze Zeit 1, weil das Schwertziehen ist. Mann! Ich muss mir das abgewöhnen. So viele Tränke habe ich deswegen schon verdaddelt. Und weg. So, wie viele haben wir denn noch? Ich gucke jetzt ohne Scheiß, wie viele Tränke wir noch haben. 26, ja, okay, das ist noch einigermaßen in Ordnung. Aber ich muss langsam wirklich damit aufpassen. Oder hinten ist ein Räuber? Nein, nicht die Fliege treten. Pam. Hehe, Kopf ab. Sehr schön. Der hat sogar Gold fallen gelassen. Mach eins. So, ein bisschen Kopf weit treten. Hui. Boah, schön viel Blut, ne? Darauf steht er doch. Alter, das war mal ein richtiger Schuss. So, da sind wieder ein paar Räuber. Kommt dran. Ich würde sagen, wir benutzen mal den Feuerbau. Hui. Zack. Zack. Der ist sogar schon gestorben. Zack. Und komm ran. Ein bisschen Mana. Aufleveln ist auch nicht gerade so schlecht. Und da wäre der Feuerball ist ganz schön stark. Ihr habt es gesehen. Zwei Feuerbälle und die sind Geschichte. So, dann gehen wir jetzt weiter hier lang. Wir sehen es ja auf der Karte, wo wir lang müssen. Da ist ja der goldene Pfeil. Ah, hier ist der Kopf noch. Hey, treten. Hui. Ah, jetzt hängt er da oben fest. Können wir den noch treten? Ne, kommen wir nicht dran. Alter, schaut euch das mal an. Widerlich, oder? Das wäre jetzt ein schönes Thumbnail. Ich glaube, wenn ich noch ein paar Sekunden warten würde. Nee, aber ich habe ja welche. Oh, bringt nichts mehr. Bringt es vielleicht, wenn wir mit einem Pfeil dagegen ballern? Ich will mal gucken, was passiert. Bleibt er darin stecken? Wenn ja, Alter. Okay, vielleicht war das noch nicht getroffen. Ne, fliegt durch. Ja, alles klar. Das wäre wirklich zu abartig gewesen, wenn das gehen würde. Hui, flieg, Vögelchen, flieg. So, oh. Jetzt rutscht mein Headset vom Schädel. So. Alles klar. Oh, da hinten wartet ein Troll auf uns. Hehe. Oh, Troll? Ah, hallo. Der wollte mich mal ein bisschen trollen hier. So, schön in Sicherheit gehen und wieder hin. Zack, 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 zurück und wieder nach vorne. Du erwischst uns nicht. Oh, ich kann wieder nicht reden. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist die Hauptsache. Rubin und 1200 Erfahrungspunkte. Oh, hier ist ein Händler gestorben. Du Sau, stirb. Also manchmal kann ich echt nicht reden, habe ich das Gefühl. Das macht mir echt manchmal Angst. Alter, da hinten sind schon die fetten Räuber. So, ich möchte aber gerne den Händler da hinten retten. Vorher sammle ich hier schön noch die Sachen ein. So, schnell. Ja, Apfelkuchen. So, und jetzt schnell. Nein! Gerade wo wir kommen, das gibt's doch gar nicht, du fettes Stück Scheiße. Ihr seid alle so fett. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil ihr alle ein paar Muskeln habt. So. Und die haben schon Meistersachen, also Meisterwaffen. Der hat eine Meister-Axt, der hat eine Meister-Katana und der andere hatte, glaube ich, so einen Meister-Spitz. Keine Ahnung, wie die heißen. Spitzhacke. So sieht es auf jeden Fall aus. Alter, unser Kampfmultiplikator ist auf 20. Wenn wir jetzt so einen Trank hätten, wie diesen einen, den wir am Anfang hatten, mit den Fertigkeiten, würden wir jetzt 20.000 Erfahrungspunkte bekommen. Hätte ich den mal lieber aufgehoben. So, wenigstens haben wir den Händler hier gerettet. Schade, ich komme echt immer zu spät, wenn es ums Händlersretten geht, ja. Okay, das würde eigentlich auch noch gehen, aber ich kann echt manchmal nicht reden. Ich muss irgendwie einen Deutschsprachkurs, glaube ich, einen Schluck erstmal wieder genommen, beitreten. So, hier gibt es mal wieder nichts. Auch nichts zum Angeln. Hier kann man einfach nur wieder durchsprinten. Schade eigentlich, dass es hier nichts gibt. Aber wir müssen jetzt 9 Silberschlüssel haben. Bald haben wir schon den 10. Ich habe nur gerade nicht im Kopf, wo wir den herbekommen können. Dann könnten wir schon die 10er-Truhen aufmachen. Und wenn wir jetzt immer Silberschlüssel-Truhen auf dem Weg finden, schreibe ich mir das auf. Ich habe hier, glaube ich, ein Heft liegen, aber kein Stift.
Ja doch, ich habe ja einen liegen, aber der ist noch eingepackt. Da hat meine Mama mir einen Tintenkiller gekauft, der ist gerade noch schön eingepackt, aber den jetzt auszupacken wäre ein bisschen knifflig. Ich will ja weiterspielen. Oh, ein Willenskrafttrank. Gut. So, weg mit dir. Du bist auch Geschichte und du auch. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Musik weg ist. Jetzt ist sie wieder da. Gut. So, na ihr?